Hallo Leute, Nick hier von NMDK Design. Ich freue mich, euch hier zu einer weiteren Episode der NMDK Design Tutorials begrüßen zu dürfen. In der heutigen Episode geht es mal wieder um Photoshop. Ich zeige euch in der heutigen Episode, wie ihr in Photoshop das Linealwerkzeug am besten einsetzt. Dazu gehen wir jetzt erstmal über den Bildschirmabgriff. Viel Spaß mit dem Video. Wir sind jetzt in Photoshop und wie ihr sehen könnt, habe ich schon zwei Bilder geladen. Beide aus einer Berlin-Reise, die ich 2012 gemacht habe. Und wir wollen jetzt hier die Bilder korrekt ausrichten. Wie wir sehen können, hier bei dem Gebäude, das fällt so leicht nach rechts ab. Das wollen wir korrigieren. Dazu wählen wir hier als erstes bei der Pipette das Linealwerkzeug aus. Und nun kann man sowohl horizontal als auch vertikal die Linie ziehen, um dann das Ganze korrekt auszurichten. Ich zeige euch das einmal. Einmal hier horizontal. Ziehen wir hier die Linie. Also man fasst praktisch links an, hält den Mausknopf gedrückt und lässt dann auf der anderen Seite los. Und dann wählen wir hier oben Ebene gerade ausrichten. Dann korrigiert er das hier. Ja? Das ist die eine Variante. Oder man kann das Ganze natürlich auch hier vertikal machen. An diesen Säulen kann man sich da beispielsweise orientieren. So, dann muss man eigentlich nur noch hier den Beschnitt auswählen. Das war in der Version 5, war das mal besser gemacht. Da hat er das automatisch beschnitten, Photoshop. Das muss man jetzt selbst machen. So, und damit haben wir auch schon das erste gerade ausgerichtet, dass dieser Abfall nach rechts nicht mehr da ist. Wir öffnen jetzt das zweite Foto. Das ist am Brandenburger Tor. Hier kopiere ich mal die Ebene, um euch das deutlicher zu zeigen. Und auch hier richten wir wieder das Objekt gerade im Bild aus. Dazu machen wir hier unsere Linie. Wir drücken, halten die Maustaste links gedrückt und lassen sie hier an der Seite los. Und dann drücken wir auf Ebene gerade ausrichten. So, jetzt haben wir noch die Ebene hier hinten dran. Die blenden wir mal aus. Und jetzt beschneiden wir das Ganze wieder so, dass es passt. So. Und jetzt kann man auch den Vorher-Nachher-Vergleich sehen, was für eine Korrektur wir vorgenommen haben. Man hat ja nicht immer ein Stativ dabei und ich glaube, dafür ist dieses Werkzeug super geeignet. Wenn man aus der Hand mal fotografiert und es halt nicht genau im Winkel ist, dann kann man hiermit nachträglich die Korrektur machen. So, vielen Dank, dass ihr das Video bis hierher geschaut habt. Wenn euch das Video geholfen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Ihr könnt natürlich auch gerne das Video teilen. An der Seite seht ihr noch weitere Videos, die ich produziert habe, die euch helfen sollen. Schaut doch mal rein, vielleicht ist was dabei. Bis dann, euer Nick.